der Führung von Frau Demmerle. Und das freut mich natürlich ganz besonders auch, dass ich in Anwesenheit von Ihnen, ich weiß jetzt eben nicht, ich sage kaiserliche Hoheit, weil ich damit, wie Sie mir erklärt haben, damit das ganze Haus Habsburg ehre, die für mich eine ganz besondere Ehre in Ihrer Gegenwart heute sprechen zu können. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ursprünglich war ich vom Veranstalter dieses Symposiums gebeten worden, zum Thema christliche Werte in der Politik zu sprechen. Da ich das als etwas zu allgemein und unverbindlich empfand, suchte ich nach einer konkreteren Eingrenzung des Themas. Gleichzeitig ließ mich die ursprüngliche Formulierung aber nicht los. Ich fragte mich, was können christliche Werte in der Politik sinnvollerweise sein? Politik, das ist ja vereinfachend gesagt das Handeln des Staates oder der öffentlichen gesetzgebenden Körperschaften sowie das Handeln des Bürgers in diesen Bereichen im Hinblick auf das zeitliche Gemeinwohl. Die christliche Religion ist dafür nicht zuständig. Ihre Zuständigkeit fällt in einen anderen Bereich. Das Christentum ist zuständig für das ewige Heil, nicht für die Lösung der Probleme des Diesseins. Spezifisch christliche Werte also können eigentlich nicht politischer Art sein und sind auch nicht durch Politik zu verwirklichen. Dennoch scheint mir, dass gerade Christen in der Politik gewisse Werte hochhalten sollten. Ja, dass es doch aus christlicher Sicht so etwas wie einen grundlegenden christlichen Wert geben sollte. Für viele ist das heute die soziale Gerechtigkeit. Andere sprechen von der Option für die Armen. Ich persönlich bin weder gegen Gerechtigkeit, noch fehlt es mir an sozialem Bewusstsein. Ich denke auch, dass gerade aus christlicher Sicht die Armen tatsächlich unserer besonderen Sorge bedürfen, wie das ja auch unser heiliger Vater Franziskus ganz besonders betont. Doch bin ich der Meinung, dass der grundlegende politische Wert, für den Christen eintreten sollten, gerade aus diesem Grund, eigentlich auch aus einem sozialen Grund, die Freiheit ist. Im Folgenden möchte ich also zunächst begründen, weshalb der grundlegende politische Wert gerade aus christlicher Sicht die Freiheit sein sollte. Zweitens möchte ich zeigen, wie seit Ende des 19. Jahrhunderts ganz im Gegenteil auch unter christlichen Theologen und Politikern sich immer mehr die Meinung herausbildete, Politik und Staat seien gerade aus christlicher Sicht vor allem zuständig für die Schaffung von sozialer Gerechtigkeit. Und ich habe das in Anführungszeichen geschrieben. Damit komme ich nun also zum ersten Teil, das Christentum als Weg zur politischen Freiheit. Das Christentum ist nicht nur mit dem Anspruch aufgetreten, die Probleme dieser Welt zu lösen, ist nicht mit diesem Anspruch aufgetreten. Zu seinem Gründungscharisma gehört ganz deutlich die Abgrenzung vom Bereich des Politischen oder Staatlichen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört, heißt es im Evangelium. Das Christentum war die erste und wohl auch die einzige Religion, und wir sollten das nie vergessen, weil es uns so selbstverständlich ist, können wir es vergessen. Das Christentum war die erste und wohl auch die einzige Religion, die aus ihren heiligen Texten oder der ihr zugrunde liegenden Offenbarung weder eine politische noch eine rechtliche oder soziale Ordnung ableitete. Ganz im Unterschied zum Islam. Dass der christliche Dualismus von Politik und Religion sowie von Recht und Religion beziehungsweise von Recht und Theologie ist der rote Faden, der sich durch die abendländische Geschichte hindurchzieht. Entscheidend zu dieser Geschichte gehört der beständige christliche Krieg oder kirchliche oder ganz genau gesagt päpstliche Widerstand gegen die Totalisierung des Politischen. Immer hat die Kirche das Prinzip hochgehalten, dass auch die Herrscher dieser Welt
nichts anderes als Söhne und gegebenenfalls Töchter der Kirche sind und in moralischer Hinsicht Ratione Peccati, wie die hochmittelalterlichen Kirchenjuristen dann sagen sollten, Beurteilungsmaßstäben unterworfen bleiben, für deren Formulierung und Durchsetzung die Kirche die letztinstanzliche Kompetenz beanspruchte. So schickte Ambrosius von Mailand, Bischof Ambrosius von Mailand, den Kaiser mit dem Argument in den Büßerstand: Imperator non supra sed intra ecclesiam est. Muss ich nicht übersetzen in diesem Kreis, oder vielleicht doch. Der Kaiser steht nicht über der Kirche, sondern er ist in der Kirche. Und Papst Gelasius, Ende des 6. Jahrhunderts, stellte das epochale Prinzip auf, dass es auf Erden zwei Dinge gebe. Die weltliche Gewalt der Fürsten, die Regalis Potestas, und die heilige Autorität des Priestertums, die Auctoritas Sacrata Pontificum, Potestas Auctoritas. Politik ist zwar nicht Sache der Kirche, aber dennoch ihrem letztgültigen moralischen Urteil unterworfen. Der christliche Dualismus zerstörte den römisch-imperialen herrscherlichen Monismus und brachte durch den Dualismus von weltlicher und geistlicher Gewalt die abendländische Geschichte auf die Bahn der Unterwerfung des politischen unter moralische Standards des Naturrechts, was später zu den Ideen von Rule of Law, Limited Government und verfassungsstaatlich kodifizierten Menschen- und Bürgerrechten führte. Der Weg von der durch die Kirche grundgelegten mittelalterlichen Rechtskultur bis hin zum modernen freiheitlichen Verfassungsstaat war ein langer und verschlungener Weg, auf dem jedoch die in der römischen Zivilisation ihrer Bewahrung und schöpferischen Transformation verwurzelte katholische Kirche den Humus für eine politische Kultur schuf, die im Dienste der Freiheit politische Macht durch Recht und durch Maßstäbe der Moral relativierte und damit eine moderne Zivilisation der politischen Freiheit erst ermöglichte. Wir sollten uns heute erneut und vermehrt bewusst werden, dass nur auf dem Boden einer vom Christentum geprägten und durch die Kirche ermöglichten Weitergabe antiker Rechtskultur und Wissenschaft eine moderne Zivilisation der Freiheit hatte entstehen können. Das gilt auch für Kapitalismus und Marktwirtschaft, die sich ja bekanntlich im hochmittelalterlichen Italien zu entfalten begannen und deren erste wegweisende Theoretiker die Moraltheologen der Schule von Salamanca im 6. Jahrhundert waren, die eigentlichen Vorläufer des klassischen marktwirtschaftlichen Denkens, dann auch Vorläufer von Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Frédéric Bastiat und dann ganz spezifisch und noch besonders der Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, beginnend mit Karl Menger bis zu Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek und ihren heutigen Nachfahren. Wenn wir die Dinge mit historischer Tiefenschärfe betrachten, sehen wir, dass die Kirche im Grunde Anwältin der Freiheit des Menschen vor einer Totalisierung des Politischen war. Sie bot Schutz vor dem Anspruch der irdischen Gewalten, weltliche Macht in den Dienst des Heils zu stellen und damit ihre Sakralisierung zu betreiben. Damit legte die Kirche fest, dass die letztlich entscheidenden Werte nicht Aufgabe der Politik oder des Staates sind. Den weltlichen Gewalten, modernem Staat, kommt vielmehr die Aufgabe zu, den Freiheitsraum zu schaffen und offen zu halten, damit die Kräfte der bürgerlichen Gesellschaft, letztlich der Einzelne in seiner individuellen Verantwortung und auf dieser Ebene auch die Kräfte des Glaubens, wie sie das Christentum verkörpert, ihre Wirksamkeit entfalten können. Meiner Ansicht nach muss deshalb christliche Politik vor allem eine Politik sein, die sich durch die vordringliche Sorge um die Beschränkung staatlicher Macht zugunsten der Freiheit auszeichnet. Dabei denke ich nicht nur an die individuelle Wahlfreiheit und die Freiheit von äußerem Zwang und entsprechende Grundrechte, sondern auch an die materiellen und institutionellen Prägungen von Freiheit
Vor allem das Eigentum und die Familie. Das sind eigentlich Institutionen, in denen Freiheit sozusagen institutionell kristallisiert ist und real wird. Christliche Politik sollte also eine Politik sein, die die Zuständigkeit des Staates möglichst beschränkt, sie eingrenzt in den Bereich jener Grundfunktionen, die die Freiheit des Einzelnen vor Willkür und Gewalt sichern, das Zusammenleben der Bürger in geordneter Freiheit ermöglichen und damit sicherstellen, dass die Kräfte des Individuums und der grundlegenden gesellschaftlichen Akteure, vor allem der auf der Zeugungsgemeinschaft von Mann und Frau beruhenden Familie und des freien Unternehmertums, aber auch der religiöse Glaube und die aus dem Glauben stammenden sozialen Energien ihr ganzes schöpferisches Potenzial entfalten können. Staatsgläubigkeit ist durch alle historische Erfahrung diskreditiert, aber man verfällt ihr immer wieder neu. Der Staat ist zwar ein notwendiges Instrument im Dienst des Gemeinwohls, das aber beständig in seine Schranken gewiesen und auf das absolut notwendige Minimum beschränkt werden muss. Und somit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführung, die ich beschrieben habe, mit der Tendenz zum Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Noch während der Prozess der kirchlichen Auseinandersetzung mit den modernen, freiheitlich-liberalen und verfassungsstaatlichen Bestrebungen, die sich unglücklicherweise mit dem Nationalismus verbanden, das ist sozusagen der Sündenfall des Liberalismus, dass er sich mit dem Nationalismus verbunden hat im 19. Jahrhundert, noch während also dieser Prozess im vollen Gange war, trat mit dem Aufkommen der industriellen Produktionsweise und der beispiellos erfolgreichen Dynamik des modernen Kapitalismus eine neue Herausforderung an die Kirche und das Christentum, an die Christen heran. Die sogenannte Arbeiterfrage, später soziale Frage genannt. Aus sozialistischer Sicht ging es um Ausbeutung und unaufhaltsame Verelendung der Arbeiterklasse. Christliche Beobachter und Kirchenleute übernahmen oft diese sozialistische Perspektive, in Deutschland vor allem diejenigen von Ferdinand Lassalle, auch wenn sie dessen Lösungsvorschläge ablehnten. Aber sie übernahmen die Analyse, die Diagnose. Die neuartige, bisher unbekannte Dynamik von Industrialisierung und Kapitalismus und die daraus sich ergebenden Arbeits- und Lebensbedingungen der Industriearbeiter wurden als untragbare Zumutung für das Gerechtigkeitsgefühl empfunden. Zusätzlich erblickte man in der Auflösung der alten Ordnungen, insbesondere in der von liberaler Seite geforderten und durchgesetzten Gewerbefreiheit, das heißt in der Auflösung der alten Zunftverfassung der Wirtschaft, schwerwiegende Nachteile nicht nur für die soziale Sicherheit der Arbeiter, sondern auch Gefahren für die Religion und die guten Sitten der breiten Massen. Jahrzehnte vor der ersten Sozialenzyklika hatten kirchliche Kreise in Frankreich und Deutschland, am bekanntesten natürlich im deutschen Sprachraum wohl der Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler, sich der sogenannten Arbeiterfrage angenommen. Von nicht-religiös-liberaler Seite wurde vor allem durch Hermann Schulze-Delitzsch die Idee der Arbeiter-Selbsthilfe propagiert. Die Liberalen lehnten karitative Hilfe als Dauer der Lösung ab und wollten auf die Kräfte der Selbsthilfe vertrauen. Bischof Ketteler erblickte in den liberalen Konzepten der Selbsthilfe ein unzureichendes und für das geistige Wohl der Arbeiter sogar gefährliches Konzept, das er mit paternalistischen Reflexen vehement ablehnte. Seine Sicht der menschlichen Natur war weniger optimistisch als diejenige der Liberalen, die den Kräften der gesellschaftlichen Selbstorganisation und privat-gemeinschaftlicher Initiative weit mehr zutrauten. Tatsächlich entstanden in England auf diese Weise sehr erfolgreiche private sogenannte Mutual Aid Societies, die Friendly Societies, genossenschaftlich organisierte private Versicherungen für Krankheits- und Todesfall. In den USA antwortete man auf die Herausforderung mit den weit verbreiteten Fraternal Societies, von denen viele auch freimaurerisch waren, aber die eine große soziale Arbeit leisteten. Diesen aus der Bürgergesellschaft hervorgegangenen privaten Selbsthilfeorganisationen gehörten zeitweise Millionen von Handwerkern und Arbeitern an. Ihnen erwuchs Konkurrenz durch private Versicherungsfirmen und schließlich wurden sie durch den aufkommenden Sozialstaat und seine immer mächtiger werdenden Bürokratien bekämpft und zum größten Teil zum Verschwinden gebracht. Erst im Jahre 1891, sehr spät,
Schließlich veröffentlichte Papst Leo der 13. die lang erwartete Sozialenzyklika mit dem Titel Rerum Novarum. In diesem sozialen Lehrschreiben verteidigte der Papst gegen den Sozialismus gewendet vor allem das Privateigentum und das Recht der Arbeiter, zitiere, Vereine zur gegenseitigen Unterstützung ins Leben zu rufen, private Veranstaltungen zur Hilfeleistung für den Arbeiter und seine Familie bei plötzlichem Unglück in Krankheits- und Todesfällen. Ende des Zitats. Zugleich spricht Rerum Novarum aber auch dem Staat das Recht, ja sogar die Pflicht zu, durch öffentliche und gesetzliche Maßnahmen für den Schutz der Arbeiter zu sorgen. Damit wurde die bereits existierende und auf katholischer Seite stark umstrittene Bismarck'sche Sozialgesetzgebung auch von der katholischen Kirche sanktioniert. So verständlich der Appell an Staat und Gesetzgebung erscheint, war damit eine Tendenz der katholischen Soziallehre begründet, die mit der Zeit eine eigene und meiner Ansicht nach verhängnisvolle Dynamik entfalten sollte. Die Behebung sozialer Probleme wurde, wenn auch zunächst in sehr restriktiver Weise, zur Aufgabe des Staates erklärt. Ja, der Staat als privilegierter und unerlässlicher Helfer und Fürsorger für soziale Sicherheit auf den Plan gerufen. Die Lohnarbeiter, die Besitzlosen, so heißt es in Rerum Novarum, Zitat, müssen vom Staat in besonderer Obhut genommen werden. Ende des Zitats. Das betraf allerdings lediglich die verständliche Forderung nach Regelung der Arbeitszeit, der Kinderarbeit und die Sonntagsruhe. Zudem jedoch spricht Rerum Novarum von dem moralischen Erfordernis eines gerechten Lohnes. Der Verpflichtung also der Arbeitgeber, ihren Arbeitern einen Lohn in der Höhe zu zahlen, der nicht nur dem Marktpreis entspricht, sondern für ihren Lebensunterhalt ausreichend ist. Bei dieser letzten und ich muss sagen unrealistischen Forderung ging man davon aus, dass die für die Bestreitung des Lebensunterhalts ungenügend hohen Löhne ihre Ursache allein im Egoismus und der Geldgier der Unternehmer und Kapitalisten hätte. Diese moralisierende Sicht übersah jedoch das grundlegende ökonomische Problem, nämlich die tiefe Produktivität der damaligen Arbeitskraft und den gleichzeitig enorm hohen Kapitalbedarf und das Risiko des sich rasant entwickelnden industriellen Produktionsprozesses und der ganz neuartigen, immer wieder unerwartete Innovationsschübe hervorbringenden Wettbewerbsbedingungen. Die Konkurrenz, auch die internationale Konkurrenz, denn es war eine globalisierte Wirtschaft bereits, war gewaltig. Zudem existierte ein enormer und durch die zunehmenden Wohlstandssteigerungen und trotz Auswanderungswellen sogar zunehmender Bevölkerungsdruck, das vergessen wir oft, deren Ursache war vor allem die durch das ländliche Bevölkerungswachstum bewirkte zunehmende Verelendung der Landbevölkerung, Stichwort Pauperismus, die nun, um sich ernähren zu können, in die Städte und die Fabriken strömte. Das war nicht eine Folge der Industrialisierung. Es war vielmehr gerade die industrielle Produktionsweise, die diesen Massen von Menschen, die auf dem Land dahindarbten, überhaupt das Überleben ermöglichte. Man denke auch an die Hunderttausenden von Iren, die nach 1845 infolge der Kartoffelfäule vor dem sicheren Hungertod unter anderem in die mittel- und nordenglischen Industriestädte strömten und dort immerhin Arbeit fanden, wenn auch unter äußerst prekären Verhältnissen, aber sonst wären sie verhungert. Aufgrund der tiefen Produktivität des Einzelnen, also 1 Million von ihren sind ja verhungert in diesen Jahren, 2 Millionen sind ausgewandert. Aufgrund der tiefen Produktivität des einzelnen Industriearbeiters hätte eine gesetzliche Verpflichtung, wie Lassalle sie forderte, höhere Löhne zu zahlen, die Unternehmer dazu geführt, Arbeitskräfte vermehrt durch Maschinen zu ersetzen. Das Resultat wäre andauernde Massenarbeitslosigkeit gewesen. Natürlich gab es rücksichtslose und hartherzige Arbeitgeber, die gibt es auch heute noch. Aber das Problem war nicht einfach durch höhere Löhne zu lösen, wie kirchliche Kreise im Einklang mit dem Sozialisten Ferdinand Lassalle forderten. Bismarck hatte ganz aus politischem Kalkül und genau um diese Kräfte zu neutralisieren, zur politischen Neutralisierung der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie, die ja von Lassalle gegründet worden war, die ersten Sozialgesetze, staatliche Kranken- und Unfallversicherung, später auch die Rentenversicherung eingeführt und damit die Richtung
für den modernen Sozialstaat vorgegeben, und zwar mit dem ganz bewussten Kalkül, die Arbeiter an den Staat zu binden.